Marlene und Mathé sind am 20. April in Schengal an einem Checkpoint der irakischen Streitkräfte verhaftet worden. Die deutsche Botschaft konnte einmal Kontakt zu ihr aufnehmen. Und die haben mir übermittelt, dass es ihr den Verhältnissen entsprechend gut ginge, dass sie auch nicht misshandelt wurde. Aber die schlechte Nachricht war, dass sie wohl in einem Gefängnis des Geheimdienstes festgehalten wird. Marlene war schon mal in Schengal und seitdem hat sie das Schicksal der Jesidin sehr interessiert. Und es war immer klar, dass sie darüber gern berichten würde. Seit dem Genozid, da haben sich ja dann alle möglichen Leute gesorgt und es wurde im Bundestag debattiert und Frau Baerbock hat dann auch gesagt, es ist ihr eine Herzensangelegenheit, was mit den Jesidinnen passiert. Aber es hat sich seitdem halt nichts mehr getan und deswegen ist es so enorm wichtig eigentlich, darauf nochmal aufmerksam zu machen und auch über diese Menschen zu berichten. They do not care about human rights. Wir wissen offiziell noch gar nicht, was ihr vorgeworfen wird, aber wir befürchten halt, weil es in anderen Fällen auch schon passiert ist, dass sie Journalisten dort kriminalisieren wollen, die über diese Ereignisse dort berichten. Ich hoffe, dass sie die Stärke hat, das durchzustehen und ich hoffe, dass sie spürt, was wir hier alles für sie tun. In den Tagen vor der Verhaftung waren wir noch mit Marlene im Kontakt. Sie hat uns auch berichtet, dass es Gefechte zwischen der irakischen Armee und den jesidischen Selbstverteidigungseinheiten gab. Die jesidischen Selbstverteidigungseinheiten wurden von der jesidischen Gesellschaft selber aufgebaut, eben nach dem Völkermord, um sich selber zu schützen. Und die Menschen sagen dort, wir wollen uns selber verwalten. Die Staaten haben uns damals 2014 im Stich gelassen. Die irakische Armee hat den Schengal verlassen und die Menschen dem IS ausgeliefert. Die Festnahme von den beiden ist nicht zufällig jetzt gerade passiert, sondern wir müssen sie in diesem Kontext von den Entwicklungen der letzten 2-3 Wochen Kurdistan, in Südkurdistan, Nordirak, aber auch in Nordsyrien, Rojava verstehen. Uns macht auch etwas Mut. Es ist die enorme Welle der Solidarität, die wir seit 2 Wochen erleben. Wenn das Ziel der Inhaftierung war, die Aufmerksamkeit der internationalen Öffentlichkeit auf die Geschehnisse vor Ort zu schmälern, dann haben sie das Gegenteil erreicht. Die Aufmerksamkeit wächst jeden Tag und zu sehen, wie viele Menschen sich jetzt mit Marlene und Mathé solidarisieren, gibt so viel Kraft. Gemeinsam kriegen wir sie da raus. Vielen Dank. Freiheit für Marlene und Mathé! Freiheit für Marlene und Mathé! Freiheit für